Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Winter Hub. Heute geht es endlich wieder weiter und wir... Es tut mir leid. Das war nicht geplant. Ich habe gedacht, ich bin immer noch im Kreativmodus, weil ich mache ja am Ende der Folge immer mein Thumb. Und hab mich auch so ausgelockt. Und normalerweise hast du dann immer noch deinen Kreativmodus, was ich in diesem Fall aber nicht mehr hatte, was ich jetzt ein bisschen komisch finde. Ich wollte eigentlich gerade nochmal das Haus zeigen, aber gut, dann lassen wir das einfach mal. Wo bin ich gestorben? Da. Alles klar. Oh, der Rest ist da oben. Ich fasse es nicht. So. So ein Dreck. Naja, jetzt bin ich wieder wenigstens voll mit Leben. Man muss immer das Positive im Leben sehen. So. Jetzt aber. Ja gut, jetzt sind wir hier unten. Scheiße. Und es wird dunkel. Ah. Aber ich kann schlafen gehen. Ich bin gerade der Einzige auf dem Server. Das ist praktisch gerade. Ja, ich habe gestern, wie gesagt, das hier vervollständigt. Ich habe hier die Wand quasi begradigt. Halbwegs, da sind mir die Ressourcen ausgegangen. Eigentlich wollte ich hier noch weitermachen. Da hatte ich gar nichts mehr. An Stein und so weiter. Ich habe ja hier diesen Tunnel hier gebaut. Der führt bis ans andere Ende. Ne? Auf die andere Seite der Karte, also wo unsere, unser anderes Dorf ist. Und ich hatte halt sehr, sehr viel Stein und dachte, ja, jetzt musst du es auch mal loswerden. Und ich bin's losgeworden. Es hat nicht so ganz perfekt funktioniert, weil mir der Stein ausgegangen ist, aber ja gut. Ist da ein Schild gewesen? Na, ich dachte schon. Ich dachte, ihr platziert hier random Schilde. Ich habe auch gar nicht. So. Eines Tages machen wir auch die Treppe ein bisschen schöner und das hier und Durchgang und Keller und hast du nicht gesehen. Mal gucken. Wir haben ja nicht viele Tage Zeit. Wir haben ja nur 24 Tage. Also 24 Folgen haben wir. Das ist nicht wirklich viel, wenn man bedenkt, was ich alles vorhabe. Naja, wir haben eine Kuh bekommen. Ja, wie gesagt, hier, der ganze Teil hier ist neu. Man sieht es. Ne? Hat jetzt zweimal geschneit und wird langsam wieder voller hier. Ja, ich habe alles hier perfekt gerade gemacht. Jetzt haben wir Platz. So, ich habe zugleich noch ein bisschen Glas organisiert. Habe ich aus anderen Stadt habe ich Sand geklaut. Und meine Ressourcen. Um weißes Glas zu produzieren. Damit können wir jetzt erstmal unsere Fenster vervollständigen, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, erstmal ein guter Plan. Erstmal die Fenster vollständig machen. Dann kümmern wir uns heute um ein bisschen das Innere. Dass wir Boden, Wände fertig machen. Außer hier drin. Hier müssen wir ja noch eine Aufteilung machen, wie wir die Räume aufteilen wollen. Und vielleicht noch ein bisschen Panorama. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. So. Oh, direkt mal loslegen, ne? So, das sind die Fenster. Ah, jetzt habe ich von draußen gar nicht abgeschnitten, ne? Ja, ich muss da eh noch mal hin. Wir machen ja noch die Wände fertig. Was ist das? Okay. Fragt mich nicht. Da war noch ein bisschen Glas. So, hier noch der Panoramablick. Und dann haben wir es. Können wir uns um die Wände kümmern. Aber ich gehe erstmal schlafen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich tagsüber arbeite. Dann kann ich wenigstens das Glas sehen. Ist ja immer so ein Ding, das Glas auch sehen zu können. Ah, guck mal, wie schön das schon hier ist. Wie? Wer läuft hier rum? Wer macht hier Stress? Ach du Scheiße, Leute. Au. Au. Dreck. Dreck. So. Herzlichen Glückwunsch da oben. Kannst du da bleiben? Kannst du gleich verbrennen. Ah, sehr schön.
So, ab an die Fenster. Jetzt wird gefenstert. Das ist ein Adjektiv, das wirklich existiert. So viel dazu. Ich habe mir Gedanken gemacht. Wir können eigentlich die Räume noch gar nicht richtig einrichten, weil wir das Haus noch gar nicht fertig haben. Ist ein bisschen blöd, weil wenn sich da irgendwas verändert am Haus oder verändern muss an der Größe, dann kriegen wir schnell mal Probleme. Dann müssen wir halt improvisieren. Aber was wir machen können, ist schon mal hier die Aufteilung. Und zwar habe ich mir gedacht, wir machen das so, dass hier mein Aufnahmeraum ist, quasi ganz normal hier. Hier wird dann ein Fenster entstehen. Das heißt, wir müssen in etwa hier abtrennen. Da meine originale Tür auch da ist, muss sie auch dahin kommen. Das heißt, hier ist... Achso, das kann ich ja gar nicht zumachen. Haha. Geil. Ist auch ein Fehler drin, oder? Aber 100 Pro ist da ein Fehler drin. Und so entstehen Fehler. So. Wir machen hier dann einfach ein Loch rein. Zack. Kommt hier die Tür rein. Ich glaube, ich muss noch eins weitergehen. Eins muss ich noch weitergehen, glaube ich. Das ist, glaube ich, sonst zu eng. Mein Zimmer ist wirklich hier ein bisschen länger. Also mein Büro. Das habe ich doch gesehen. So, dann füllen wir das Ganze hier auf. Achso, jetzt sieht hier auch mittig. Ja, das ist perfekt. Gut. Jetzt haben wir es, wobei sie eigentlich... Nee, ist... Ah gut, ist ein bisschen weiter links, aber ja, gut. Man muss mal nicht streiten, das geht sowieso nicht mit der Tür. Gut, dann kommt hier ein Fenster rein. Und wir decken mal alles zu. Dann kümmern wir uns erstmal um den Aufnahmeraum. Da kann man eh nicht viel falsch machen. Also nichts, was man irgendwie rückgängig machen müsste. So, oder ja, machen wir mal so. So. Kommen wir jetzt zum Zimmer. Wir müssen es einrichten. Und dafür brauchen wir verschiedene Materialien. Ich guck mal, ob wir schon ein paar da haben. Beziehungsweise, eigentlich muss ich dir hier mal reingucken. Wir bräuchten nämlich grauen Beton und hellgrauen Beton. Das wäre ideal. Wir haben hier schwarzen Beton. Weißer Beton. Ja, den weißen Beton können wir gebrauchen. Hellgrauer Beton. Ja gut, das ist aber nicht viel, was wir haben. Aber ich kann schon mal die Wände zimmern. So, und zwar funktioniert das Ganze so. Wir drücken mal kurz die Alt-Taste, dann machen wir auf Replace, ganze Ebene, ganze Fläche. Und dann wird das hier ausgekleidet. Ja, war klar, das wird nicht reichen. Ich glaube, der ist noch ein bisschen... Ja, der hat natürlich ein Muster. Der dürfte eigentlich kein Muster haben. Aber naja, wir könnten aus dem grauen Beton rein theoretisch, obwohl, nee, können wir nicht mehr. Der ist ja fertig, der Beton, ne? Ja. Na gut. Ja, das ist jetzt blöd gelaufen. Haben wir hier noch irgendwas drin? Grauer Beton. Genau, den brauchen wir noch. So, das gleiche machen wir hier mit dem Boden.
Replace und dann ersetzen wir den. Ist zwar nicht jetzt original mein Boden jetzt, ne? Aber er wird ihm sehr, sehr ähneln, sagen wir es mal so. So. Wie? Kann mir doch nicht alles ausgehen. Oh, ja, komm, dann hauen wir wenigstens alles raus hier. Die Ziegel hauen wir jetzt auch raus. Scheiß drauf. Wir entleeren jetzt mal unsere Taschen. Ist ja jetzt nicht so wild, wenn wir alles voll machen. So, jetzt reicht's nämlich. Ich bin kurz rüber gegondelt. Hey, was willst du bei mir zu Hause? Da haben wir meine Dia-Sachen geholt. Oh, eine Figur. Geil. Und zwar habe ich meine Federfallschule geholt. Es hat gereicht. Gereicht hat's mir. So. Wo war ich stehen geblieben? Da. Wo habe ich die Erde jetzt her? Ach, scheiße. Oh, habe ich einen Erdblock hier? Einen gemeißelten? Nee. Wieso habe ich Erde da? Naja. So, wenn ich jetzt runterfalle, dürfte nichts passieren. Weil ich sehe dann Creeper, der wird gleich explodieren und dann falle ich runter. Wenn ich dann sterbe, dann kotze ich. Junge! Zieh dich von meinem Zuhause. So. Oh, ist leer. Gut, was haben wir noch in unseren Taschen? Wir haben weißer Beton. Na gut. Dann, wir brauchen erstmal den schwarzen. Okay, Leute, ich düse noch mal kurz rüber, es sei denn, ich habe hier schon was. Ich könnte nicht die hier kurz aufbrauchen hier, die vier Stück. Oh. Oh, scheiße, das sind die Nether-Ziegel. Oh mein Gott, bin ich blöd. Scheiße. Oh, das waren ja gar nicht die anderen Ziegel. Ja. Ja, gut. Quarzblock habe ich hier noch am Start. Ja, ich würde sagen, ich fahre mal rüber. Komm. Kann ich euch einmal kurz zeigen? Oh, und wir können testen, was passiert, wenn wir runterspringen. Wie viel Schaden kriegen wir? Kann ich einfach runterjumpen? Alles klar. War ein bisschen doch knapp. Okay, gucken wir mal, wie die Strecke abläuft. Geil, die Leute haben versucht hier durchzufahren und haben ihre Gondeln stehen lassen. Geil, ne? Oder eine von denen hat nicht funktioniert. Ich bin mehr tot als lebendig. Ich muss drüben gleich was essen. Falls ich nicht auf dem Weg dahin sterbe. Scheiße. Oh nein, es reicht nicht. Okay, wissen wir Bescheid. Die andere Seite habe ich alle drei gemacht, hier habe ich alle sechs gemacht. Deswegen hat es nicht gereicht. Wir gucken mal, was wir hier noch an Sachen haben. Ja, ist ja schön hier. Außer, dass das Haus niemals vervollständigt wurde. Ich glaube, ich klatsche da irgendwann mal einfach so ein Dach drauf und ist gut. Ach, guck mal, da habe ich sogar noch eine Tasche. Und ich habe... Oh, Meißeldesigns 41 Stück noch hier. Oh, okay. Das nehmen wir mal alles mit. Das kann hier bleiben.
Okay, die habe ich aus Versehen aufgebaut. Nicht mehr abgebaut. Hab noch einen schwarzen Beton. Graue Wolle. Grauer Beton. Wird aber alles nicht reichen. Das wird alles nicht reichen, Leute. Ah, oh, grauer Beton 64 noch, ja. Können wir auch noch mitnehmen. Können wir auch noch mitnehmen. Jetzt schmeißen wir die ganzen Sachen raus. Damit sie auch im Beutel landen. So. Sind alle Beutel voll? Nein. Okay, was haben wir denn hier noch? Was kann man hier verwenden? Schnee. Lavabrocken. Eine Dusche. Knochen. Schwarzer Beton. Blauer Beton. Grauer Beton. Und hier ist noch was. Was war das denn? Hellgrauer Beton. Schwarzer Beton. Grauer Beton. Naja. Haben wir ein bisschen was noch bekommen. Aber ich würde sagen, ich mische jetzt noch mal kurz was an. Dann haben wir noch ein bisschen mehr. Wir haben verschiedenste Wolle. Ich muss hier mal meine Sachen aufräumen, ey. Weißt du, einmal geht man farmen und dann ist man voll mit den irgendwelcher Scheiße. Okay, das brauche ich zum Bauen. So, das Glas brauche ich zum Bauen. Die ganze Scheiße kann hier weg. Ganz ehrlich, wo kommt diese Scheißerde her? Ich weiß es nicht. Wacken die mal oben hin. Erde. Was haben wir noch? Licht. Scheiß Faden, ey. Wir brauchen heutzutage noch Faden. Ich anscheinend. Weg mit dir. So. Dann wollen wir mal loslegen, ne? Wir brauchen erstmal unsere verschiedenen Betonsorten. Daraufhin gehen wir hier rein. Und tun unser Fing. So. Wir brauchen den hellgrauen Beton als allererstes. Zack. Das ist weiß, Junge. Weiß. So, jetzt aber. Das war für die Wand, ne? Ja gut, dann machen wir halt die Wand zuerst. Oh Gott. So. Jetzt der schwarze Beton. Weißt du was, die Taschen, die können eigentlich weg. So. Nee, schwarz war falsch. Oh, scheiße. Schwarz war falsch. Ich weiß gar nicht. Ah doch, ich weiß jetzt, wozu ich nochmal schwarz wollte. Der graue Beton war hier der Boden, ne? Ach, jetzt weiß ich, wo ich das Gras her habe. Aha! So. Vom Boden! Von wo denn sonst? So, die Decke. Die muss natürlich weiß sein. Ich meine, wer streicht schon seine Decke in einer anderen Farbe? So, kommen wir nun zum Le Fenster. Es müsste ja auch nur ein Stück weit größer gemacht werden. Alles so ein bisschen bis zur Hälfte. Das ist kein gigantisches Fenster, was ich hier habe. Ein ganz normales Fenster. So, jetzt müssen wir aber auch ein Stück von der Wand wegnehmen. Also ich finde das immer ein bisschen... Es sieht immer kacke aus, wenn man so einen riesigen Block da hat und da ein Loch drin ist. Nee, nee, nee. Lieber dann vernünftig. Er ist zwar ein bisschen niedrig, ne? Aber es geht mir bis zur Hüfte. Aber gut, das geht mir bis zum Schenkel. Egal. Muss ja nicht perfekt sein. Es soll wenigstens ein schöner Raum werden.
Das ist das Wichtigste. Eine schöne Räumlichkeit. So, da fehlt eigentlich nur noch das Glas, ne? So, habe ich noch Glas am Start? Habe ich nicht? Ich komme hier nicht raus. Hä? Ich hatte doch voll viel Glas. Oder bin ich jetzt... Bin ich jetzt verblödet oder so? Habe ich kein Glas mehr. Habe ich noch die Tür? Was habe ich mit der Tür gemacht? Ach, der war ja niemals an die Tür. Wir nehmen mal die Tür. Und dann holen wir uns neues Glas. Tada! Voila! So soll's sein. Die soll nach innen aufgehen, weil das tut die hier leider auch. Leider, sonst hätte ich ein bisschen mehr Platz. Was immer ärgerlich ist. Weil wer braucht schon einen Flur, Leute? Flur? Ich brauch doch keinen Flur, Alter. Ich brauch Platz in meinem Büro. So, wo ist mein Glas? Herzlichen Glückwunsch. Du hast mich erwischt. Was ist mit meinem Glas passiert? Ich hatte doch voll viel davon. Also bloß, ich hab's verloren, als ich gestorben bin. Ich glaube nicht, dass das noch da ist. Es ist jetzt bestimmt eine Stunde her, dass ich runtergefallen bin. Aber ich war doch hier nicht in diesem Bereich. Gibt's doch nicht, ey. Mein schönes Glas. Es ist weg. Oh, ich muss hier ein bisschen dran arbeiten, dann kriege ich ein bisschen was zurück. Vielleicht reicht das ja auch schon, dieses Fenster fertig zu machen. Ja gut, dann kümmere ich mich darum kurz. Wir machen hier mal einen Cut, das habe ich jetzt schon oft genug gemacht. Das müsst ihr nicht mehr sehen. So, ich habe jetzt ein bisschen was an Glas zusammengeschustert. Oder zusammen klabustert, besser gesagt. Und das legen wir jetzt hier aus. Und zwar nicht genau hier am Rand, wie vorher auch, sondern mittig. Ich weiß, das ist natürlich eine fragwürdige Designidee. Das auf der einen Seite so zu machen und auf der anderen so, aber es ging halt nicht anders. Das muss ich jetzt akzeptieren. Außerdem haben wir so die Säulen noch. Und ich meine... Bisschen unterschiedlich darf es ja sein, ne? So, damit ist die Fensterscheibe auch soweit fertig. Jetzt muss ich mal gucken, wie sieht das Ganze denn aus bei mir? Also. Das sieht cool aus, Alter. Wir brauchen unseren weißen Beton. Den platzieren wir... Nee, den platzieren wir nicht. Wir brauchen Quarz. Wir brauchen weißen Quarz. Habe ich den hier schon drin? Irgendwo... Ist mein Glas drin? Ah, Quarzblock. Perfekt. So. Oh Gott, ich muss die Tür zumachen, bevor ich Gäste bekomme. Tschüss. Arschlöcher bleiben draußen. Okay. So, und zwar müssen wir hier alles weiß machen. Du kommst weg. Dann müssen wir ein bisschen rausstechen. So, zack, 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 zack. Das ist hier mein Fenster.
Dann müssen wir. Nur, oh, nein, nicht so. Von hier nach da drüben einmal eine Linie ziehen. So. Das kommt hin. Vielleicht sogar noch einen weiter rausstechen lassen. Weil da drunter kommt die Heizung. Wenn da drunter die Heizung kommt, machen wir das erstmal ein bisschen kleiner. Dann bauen wir die Heizung auf. So. Wie macht man eine Heizung, Leute? Also, eine Heizung ist ganz easy. Wir connecten hier mal ein bisschen Material ran, oder was? Nee, das ist doch Schwachsinn. Rückgängig. Ja, eine Heizung. Also, ich weiß nicht, eine Heizung, ist ja jetzt nichts großartig Besonderes. Das ist ein weißes Objekt. Vielleicht mit ein paar schwarzen Streifen dazwischen, so. Keine Ahnung, als Schattierung. Würde ich jetzt mal glatt behaupten. Machen wir es mal so. Das soll halt die Heizung werden. Oh, ich weiß ja nicht so recht. Schwarz als Schattierung. Nein, replace bitte. Scheint nicht so gut zu funktionieren. Okay, das läuft schon. So. Eine Heizung ist halt. Was machst du da? Achso, er brennt. Ja, eine Heizung ist jetzt kein großartiges Designelement. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen. So. Dann erweitern wir das Ganze wieder ein bisschen. Nicht damit, sondern hiermit. Oh, nice. Dann brauchen wir noch. Ich mag es ja, Details zu machen, ne? Also. Ich bin recht detailverliebt. Deswegen kommt hier. Nein. Eigentlich müsste ich das mit grauer Wolle oder so machen, aber habe ich jetzt gerade nicht da. So, und zwar hier. Das Ding zum Anmachen. So. Und so. So. Damit haben wir es fast fertig. Oh mein Gott. Wie kannst du es wagen, Zero, das zu vergessen? Hä? Ach, das ist Quarz, was ich habe. Ich wollte schon sagen, was ist nur los? So. Ich würde sagen, das Fenster ist mir schon mal gelungen. Und damit haben wir das Räumchen soweit fertig, zumindest so wie ein Raum halt aussehen sollte. Und morgen in der nächsten Folge wird eingerichtet. Dann richten wir mein Arbeitszimmer ein, wird vielleicht ein bisschen größer als gedacht. Ah gut, ein bisschen mehr Platz habe ich schon, ich glaube, ein bisschen weniger Platz hier drin habe ich. Also bis hierhin circa, ja kommt hin bis hierhin, aber ein paar Blöcke mehr. Was soll's. Naja, ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen morgen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Haut rein. Ciao.